Willkommen zu Batman Arkham Asylum. Beim letzten Mal haben wir die Villa betreten. Batarang wählen und anscheinend werfen. Überraschung. Was ist passiert? Das ist passiert. In your face, my friend. Das ist kein schöner Clown. Und runter damit. Noch eine Trophäe. Gab es nicht da oben noch was? Ich kann mich entsinnen, dass da oben noch was war. Ja, genau. Das hier nämlich. Boom! Sie brachten das Tier zu mir. Schamlos und bellend wie ein irrer Hund. Ich ertrug seine Angebereien eine gefühlte Ewigkeit. Er erzählte gern von seinen Taten und brüstete sich mit seinen verkommenen Verbrechen. Was Rache sein sollte, wurde zu Mitleid. Dieser arme Hund brauchte meine Hilfe. Okay. Auch sehr interessant. Bin auch gespannt, wie die Story weitergeht. Lösung teilweise entdeckt. Der vielleicht hier das Teil im Glaskasten? Das eine hätte ein Affe lösen können, aber trotzdem gute Arbeit. Oh, der Pinguin. Gibt's da bald ein neues Upgrade? Sweet. Ja, geht nicht anders. Willkommen in der Bibliothek von Arkham. Geschichte ist so. Ein traumatisches Ereignis. Genug, um jeden in den Wahnsinn zu treiben. Na, vielleicht geht's auch anders, aber. Ich glaube, das wäre komplizierter, oder? Dieser Kampf lässt sich nicht vermeiden hier. Ach so, wenn der rot ist, heißt anscheinend, man muss Betäubung benutzen, ansonsten. Okay, hell ist also Viereck. Und rot ist wahrscheinlich Kreis. Was jedoch nicht immer funktioniert. Oder rot ist tatsächlich ein. Dass sein Konter droht. Oh, diese Messertypen sind nervig. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt musst du noch einen Spaziergang nach unten machen, um die hilflosen Katzen. Richtig. Du verlässt die Party schon so früh. Was ist... Moment. Kannst gleich weiter labern. Ich will erst mal...
Upgrade machen. Na, mache ich das jetzt schon oder kümmere ich mich erst um die Rüstung? Combo Battle Ring verbessert die Combo. Das brauche ich nicht unbedingt. Ah, das ist so ein zweiständiges Blatt. Das habe ich nie ganz kontrollieren können, diese Attacke. Deswegen entscheide ich mich mal für... Es könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein in bedrohlichen Situationen. Jetzt kommt auch eine ganz gefährliche Sache. Was war das denn gerade für eine Aktion? Ja, ich muss mich beeilen, ansonsten. Ihr merkt schon, die Uhr tickt und wenn die 2 Minuten rum sind, können wir den ganzen Kram nochmal machen. Deswegen das nicht zu empfehlen. Deswegen muss ich mich gerade hier ein bisschen beeilen. Noch 1:30. Ich muss sagen, dir wird jetzt schon langweilig. Vielleicht sollte ich einfach auf den Knopf drücken und. Nur ein Scherz. Ja, das wäre ziemlich getrollt. So, wir sind aber schon fast da. So. Das muss runter. Weißt du noch die ganze? Wir sind hier in den letzten 60 Sekunden, in denen sie sich ans Atmen erinnern. Tick-tack, tick-tack. Na, schaffen wir noch. Sind sie alle weg? Ja, sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen, als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kam hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Okay. Bevor wir jetzt weitergehen, würde ich sagen, gucken wir uns erstmal um. Nicht hier unten was rumliegt. Dr. Young scheint weg zu sein. Hier hinten waren noch Zähne irgendwo. Ach da. Dann war ganz oben noch was. Da muss ich nochmal gucken. Nämlich... Ja, da hinten. Ich habe zwar eine Trophäe vergessen, aber... Egal. Gibt noch genug. Und mir geht's ja bloß um die Upgrades. Da kommen wir nicht rein.
Da ist noch so eine Tür. Das habe ich immer noch ein Trophäe. Was sag ich? Jetzt hier noch lang? Nee, sonst nichts mehr. Was ist das denn? Ja, wie kommt der Typ da rein? Ist ja widerlich. Ich glaube, ich werde bald Besuch bekommen. Ja, mit dem Puzzle habe ich nie rausbekommen. Aber ich vermute mal, er meint irgendwie das da oben, aber ergibt auch keinen Sinn. Nee, das Rätsel habe ich nie lösen können. Das Puzzle aus dem Nichts. Leider, leider, mir fällt es nicht ein, was die Antwort sein könnte. Das haben wir jetzt gelöst. Warte mal, Objekt zu klein. Was ist denn Objekt zu klein? Lösung teilweise entdeckt. Moment mal. Das kam doch aus der Richtung. Ach, scheiße. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er meint mit diesem Rätsel. Was ist hier los? Besuch. Noch mehr von Jokers Handlangern. Willst du mich gerade angreifen? Tja, zwei Mann brauchen keine Kampfmusik. Wo könnte es jetzt lang gehen? Ja, können wir dann nicht steuern, den Joker zu finden. Ach so, ja. Ich erinnere mich, wo das war. Ich erinnere mich, wo das war. Das war nämlich... Moment mal. In der Arkham Villa sind wir doch gerade, oder? Ja, genau, da sind wir. Moment mal. Ich habe gerade so eine Vermutung, wo das gewesen sein könnte. Und zwar in der Bibliothek. Na, nee. Keine Lust. Das muss hier irgendwo sein. Da geht's nicht weiter. Ich glaube, die Ergebnisse waren relativ weit oben.
falls sie überhaupt hier waren. Ich weiß das nämlich gerade gar nicht mehr. Ob das jetzt wirklich hier war oder ob es jetzt woanders war. Keine Ahnung mehr. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Das muss theoretisch hier sein. Der ist mit Beruhigen beschäftigt. Ach, wo war denn das? Ach, ich glaube, ich weiß, was wir brauchen. Wir brauchen zuerst die Forensikspuren von Frau Dr. Young, um dahin zu finden. Und das geht jetzt noch nicht. Naja, wenigstens speichert es. Ich krieg auch gerade keinen Hinweis oder so, dem ich nachgehen könnte. Durch das Tor komme ich nicht durch. Da haben wir auch noch gar nicht gewesen. Und tschüss. Was soll diese Manschette da? Warum macht die so ein Geräusch? Das ist die Selbstmordmanschette, aber es klingt merkwürdig. Selbstmordmanschette? Die heißen irgendwie anders, aber egal. Die benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten. Wenn er zu schwach wird, geht er alarmlos und das Rettungsteam stürzt rein. Meine Crew könnte das auch erledigen. Na, wie gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im, mal sehen, Westflügel. Sie wären schon da, wenn sie Cash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden. Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben und ihnen sagen, dass du kommst. Okay, diese Dinger, die wir gerade gesehen haben, die können die anderen alarmieren, beziehungsweise die werden die anderen alarmieren und die werden dann kommen. Die werden dann kommen und zwar direkt auf uns zu. Also da, wo gerade wir den Typen umgelegt haben, auf das Peilsignal. Das können wir zu Nutzen machen, indem wir dann halt ganz fix uns vom Acker machen. In anderen Worten, schnelles Ausschalten und genauso schnelles Verschwinden. Ja, ihr merkt schon, das Ausschalten mit dem Schleichen und so, das wird jetzt schon schwieriger. Ist nicht mehr ganz so einfach wie vorher. Da gehe ich durch die Tür durch, ich würde sagen. Nein. Ich werde stattdessen jetzt einen Speicherpunkt suchen, beziehungsweise einen Kontrollpunkt passieren. Dann machen wir das auch beim nächsten Mal. Ja, das war ein Kontrollpunkt und das bedeutet, das war's für diesen Part von Batman Arkham Asylum. Beim nächsten Mal begeben wir uns weiter auf die Suche nach Dr. Young. Bis dann. Ciao.